So, hallo, herzliches Willkommen aus Freiburg. Ich freue mich wieder hier so viele dabei zu haben und vor allem aus den verschiedensten Regionen, aus Wien, aus Linz. Also Österreich ist hier sehr gut vertreten. Ich freue mich auch, die Julia hat sich hier auch angemeldet mit ihrem Namen, deswegen weiß ich, hier kenne ich dich, ja, und seit langem mal wieder, dass wir uns hier sehen. Freue mich, liebe Grüße. Und wie gesagt, Deutschland haben wir dabei und ja, sogar Luxemburg. Ja, herzlich willkommen, Joel, ja, wirklich sehr nett. Freut mich, dass ihr so interessiert seid. Vor allem hier auch habe ich mir schon Sorgen gemacht, ob überhaupt jemand heute Abend hier zuhört, denn das Wetter ist ja wirklich fabelhaft, richtig sommerlich warm. Also ihr seid wirklich richtige Buddha-Naturen, die wirklich Bodhisattvas, die wirklich den anderen Menschen was Gutes tun wollen und selbst bei den Temperaturen hier nicht im Biergarten seid, nicht frohlockend, sondern hier wirklich ja was lernen wollt. Das ist also wirklich Hochachtung. Und ja, ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet für das Thema Schlafstörung. Und da habe ich euch was. Sanja, was bist du denn in Wien? Du bist aus Freiburg. Du schreibst hier Wien. Bist du auf Reisen? Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt schon durch Corona sich nicht so einfach so sehen kann, dann wenigstens sind wir hier vereinigt. In diesen Zeiten über diese Möglichkeit hier. Und da freue ich mich. Und ich habe euch was vorbereitet, wie immer ein Skript, das wir zusammen durchstudieren werden. Und ihr habt gesehen, es gibt auch im nächsten Monat einen zweiten Teil. Da werde ich mich mehr um die therapeutische Art und Weise kümmern mit westlichen Kräutern, mit chinesischen Kräutern, Akupunktur. Werde ich da das Thema nochmal aufarbeiten. Heute geht es darum, dass ich das Thema mal vorstelle. Was ist Schlafstörung in der TCM? Und wie gesagt, wie immer wisst ihr auch, ihr kriegt diese Skripten zugeschickt. Und morgen, die Janine macht es manuell. Alle, die sich angemeldet haben, die können hier dann auch dementsprechend dieses Skript morgen zugeschickt bekommen. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr da was mit anfangen könnt. Ja, heute waren tatsächlich, habe ich ziemlich viele Patienten gehabt und ja, Schlafstörungen ist wie immer ein Thema, entweder primär. Das waren heute drei Patienten, die wie gesagt mit Schlafstörungen hier waren und es als primären Sache auch hatten. Aber es gibt wie immer dann auch ja, Fälle, die das gar nicht in den Vordergrund rücken und man fragt dann und die haben andere Probleme, ob es Migräne ist oder was auch immer. Das ist wirklich dann aber bei der weiteren Befragung so, dass die sagen, ja gut, ich habe tatsächlich, die nennen es nicht Schlafstörungen, ich komme da meistens drauf, weil die sagen, dass sie nachts einfach drei, vier Mal auf die Toilette müssen. Und das ist, wo ich immer sage, ja, also wer viermal, fünfmal nachts auf die Toilette rennt, der kann mir zwar sagen, dass er einen guten Schlaf hat, aber dem ist meiner Ansicht nach nicht so. Und da muss man auch was tun. Und ja, wir in der TCM kümmern uns immer um diese Schlafstörung. Das heißt, in der Therapie gucken wir immer, Schlafstörungen müssen weg, weil ohne Schlaf keine Regeneration, ja, oder sehr schwierige Regeneration. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist immer Schmerzen. Ja. Schmerzen, Schlafstörungen. Das ist immer, wo wir prüfen müssen, weil auch Schmerzen sind sehr auszehrend, sehr konsumierend von ihrem Naturell her. Und ja, wenn da täglich Schmerzen da sind, oder auch Schmerzen können natürlich auch zu Schlafstörungen führen, dann ist es so, dass man hier natürlich Riesenprobleme hat. Und insofern, ja, die Krankheiten nicht so gut in den Griff kriegt. Deswegen gehört das immer dazu. Und wenn ich heute sehe, und zwar, wie gesagt, viele Patienten da, ist es sicherlich ein Drittel fast, die hier mit Schlafstörungen da waren. Und wenn ich es dann genau betrachte, die eben noch sekundär dann auch Schlafstörungen, wo ich dann drauf komme, dass das auch mit dabei ist, dann sind es bestimmt 40%. Also man könnte sich wirklich sehr darauf spezialisieren.
mit Schlafstörungen zu behandeln. Das wäre wirklich eine sehr gute Sache und man kann auch wirklich viel tun. Das heißt, die Erfolge, gerade heute eine Patientin, die wirklich extreme Schlafstörungen hatte und die jetzt mittlerweile wieder 7 Stunden schlafen kann, selbst mit der Hitze jetzt, also gestern, wo es noch warm war, hat sie mal gut, es waren 6,5 nur, und die kam wirklich von ganz, ganz schlimmen Nächten und die schläft jetzt wieder 6,5 Stunden, 7 Stunden und muss zwischen 2-mal und 3-mal noch nachts auf die Toilette, aber die war 5-6 Mal. Also das ist jetzt ein Resultat von 2 Monaten Arbeit. Und ja, das ist natürlich schon sehr, sehr positiv. Und wie immer die Möglichkeit, wenn es besteht, dass man Kräuter, Ernährung, Akupunktur kombiniert, ist immer ganz optimal und muss sagen, das klappt also sehr, sehr gut. Bin ich sehr zufrieden. Wirklich mit extremen Schlafmittelabusus und. Man kann wirklich da richtig gut was tun. Gesagt, getan. Ich sehe noch Monika. Ja, hallo, Monika. Mensch. Und Kärnten ist auch noch mit dabei. Und die Sanja ist in Wien bei der Tochter. Jetzt verstehe ich es. Wir haben noch letzte Woche Grundausbildung hier in Freiburg zusammen gehabt. Und ja, jetzt schon in Wien und ja, geht's also weiter eifrig. Sanja, sehr gut. Man muss dranbleiben, das ist bei TCM so. Also, ich habe euch, wie gesagt, eine Präsentation mitgebracht. Das ist diese hier und da möchte ich euch mal zeigen, so, jetzt müsstet ihr das eigentlich sehen. Klick zu. Ja, die Technik manchmal macht es nicht ganz einfach. So, jetzt bringe ich mich vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund und dann können wir das zusammen. Könnt ihr es alle sehen, mich hören und das Skript jetzt sehen? Könnt ihr das sehen? Der, der sieht, schreibt mir ein kurzes Ja, dann weiß ich, dass ihr da seid, wo ich auch bin. Skript, könnt ihr das sehen? Alles super. Okay. Also, sehr gut. Ihr könnt sehen. Das ist doch schon mal sehr gut. Also, ich gehe hier weiter durch. Einführung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Schlafstörungen können wir auf den kleinsten Nenner in der TCM wieder zurückführen. Wenn wir das ganz große Differentialdiagnose aufmachen, werden wir gleich ein bisschen machen. Aber wenn wir es wieder zusammenführen, ist Schlafstörung auch, wie jede Krankheit, eine Disbalance von Yin und von Yang. Und ja, das heißt, hier wäre natürlich zum einen das Yang. Die Frage ist aber, was ist mit dem Yang los? Das kann natürlich einfach die Wärme, die kann einfach nicht da sein, ja, weil man sie einfach durch zu viel kühle Nahrungsmittel blockiert hat. Dann habe ich hier kein Yang. Und das Yang, das ist dafür da, tatsächlich aus unserer Nahrung Yin-Substanz wieder auch aufzufüllen. Das kann dementsprechend nicht passieren. Und das ist dann hier eine, wir sagen Yang- oder Qi-Schwächeform von Schlafstörungen, vor allem Durchschlafstörungen ist hiermit gemeint. Da ist es einfach, wie gesagt, nicht möglich, das Yin zu reproduzieren. Das Qi, was wie gesagt das Yin auffüllt, kann aber auch durch Qi-Stau blockiert sein, Stress, Qi-Stau blockiert. Dann ist hier auch das Qi nicht da, um das Yin aufzufüllen. Aber man kann schon sagen, dass ein großer Teil der Schlafstörungen oder alle Teile von Schlafstörungen mit im Endeffekt Yin-Schwäche zu tun haben, weil Yin ist das, was den Schlaf ermöglicht. Ja, wir sagen, das werde ich euch gleich noch mal ein bisschen genauer erklären, dass die Abwehrenergie, die uns an der Oberfläche schützt und wärmt,
in der Nacht in den Körper eindringen muss. Und wenn es das nicht tut, dann bleibt das an der Oberfläche und dann werde ich immer ganz schnell wieder wach und kann nicht tief, tief, tief einschlafen. Und wir müssen also hier auf jeden Fall die Yin-Wurzel nähren, aber es ist immer die Frage, was für eine Flugrichtung habe ich? Bin ich zu kalt und habe zwar versucht, mein Yin aufzufüllen mit zu viel nährenden Wärmen, zu viel nährenden, aber kühlenden Nahrungsmitteln, dann geht das einfach nicht so gut und ich muss eher das Yin auffüllen über wärmende Nahrungsmittel, Suppen, Eintöpfe. Habe ich aber, wie gesagt, mein Yin sehr ausgezehrt Richtung Burnout und dann entwickelt der Körper, wir nennen das eine leere Hitze, dann muss ich das Yin auffüllen und darf durchaus auch kühlende Nahrungsmittel, wie zum Beispiel auch einen Weizensalat am Abend essen, der kühlt diese leere Hitze ab und das ist hier dann wieder völlig auch erlaubt. Das heißt, ihr seht, es gibt keine allgemeinen Empfehlungen in der Ernährung, sondern wir müssen immer schauen, welche Disbalance zwischen diesen Yin- und Yang-Situationen hier auch besteht. Und da habt ihr als nächstes, wenn ihr dieses nochmal etwas genauer aufteilt, dann habt ihr einfach, wir müssen es schaffen, den Ausgleich zwischen den Yang-Wurzeln, das heißt das Qi und das Yang, und Säfte, Blut und der Körpersäfte und auch Essenz, Qin, wie wir das nennen, das müssen wir ausgleichen. Das ist bei jeder Krankheit so und auch hier bei der Schlafstörung müssen wir hier agieren. Wir haben die Physiologie des Schlafs. Wie funktioniert? Wie stellen wir uns den Schlaf in der TCM hier vor? Da haben wir also wirklich ganz genaue Vorstellungen und ist nur recht klein. Jetzt passt auf, das kann ich machen. Jetzt wird es größer. Ja, so könnt ihr mich ein bisschen kleiner sehen und aber das Skript ein bisschen größer. Dann ist das kein Problem. Ja, das mache ich gern. Physiologie des Schlafs. Das heißt, wie stellen wir uns den Schlaf vor? Und ja, ich meine, die Funktion des Schlafes ist hier, wie gesagt, die größte Quelle des Yins. Das heißt, auch hier, wenn ich jemand, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auffüllen möchte, das Yin regenerieren, da kann ich die besten Kräuter geben. Ist der Schlaf nicht da, ja, dann klappt das eben absolut nicht. Und das wäre hier also sehr wichtig. Der Schlaf brauchen wir, um das Yin aufzufüllen. Und das ist einfach so, dass wir in dem Schlaf, ja, normalerweise unsere Ratio-Gedanken ausschalten können. Und die Gedanken ausschalten zu können, ist für den Körper eine wahre Regenerationskur, ja, weil da oben dieser, der immer checkt und macht und tut, manche, wie gesagt, auch nachts nicht in Ruhe lässt, das ist hier, wie gesagt, eine richtige Plage für den Körper und wie gesagt auch Ursachen, weil jegliche Gedanken erzeugen Hitze, zehren unser Yin aus und der Körper kann eben nicht regenerieren, aber er muss auch nachts, wir sagen Por, das ist der Architekt des Körpers, die animalische Seele, die unsere Körperstruktur auch kontrolliert, den Aufbau von Zellen, deswegen, wenn der tiefe Schlaf nicht da ist, das Yin nicht ausgeschalten ist, Por sich nicht regenerieren kann, dann ist es möglich, dass der Körper entartet. Wir sagen, das ist die Ursache, Schlafstörung ist die Ursache für vermehrtes Auftreten, für Autoimmunerkrankung. Da ist der Architekt nicht da, der Körper bekämpft sich selber, das ist was, was nicht in Ordnung ist. Und weil der Por ist nicht verankert und nicht restrukturiert, und hier kann man also sagen, das ist wirklich auch Krebs. Ja? Krebs, Autoimmunerkrankungen, dass die so stark steigen, ist klar. Die Leute werden älter, deswegen kann Krebs schon auch zunehmen. Aber eben auch bei jüngeren Menschen, dass das so sich jetzt vermehrt, ist hier eine Ursache von genau dieser Situation. Boah, Architekt des Körpers, da wird der Körper restrukturiert, wieder aufgebaut, die Zellen, Po ist nicht da, es gibt Chaos
Und das kann dann hier zu solchen Problemen auch führen. Und wie gesagt, es ist so ein Reinigungsprogramm der Schlaf, ein Reinigungsprogramm auch eben von unseren ganzen Emotionen und was wir im Tag glauben, wer einem was, wer Schlechtes will und nicht mag und uiuiuiui, also da ist es wirklich so ein Cleaning-Programm. Ja, wie wenn man so im Computer einen Cleaner drüber laufen lässt, Antivirus-Programm. Das ist genau das, was der Schlaf auch tut. Und wenn er das eben nicht genügend machen kann, dann hat man hier auch ein großes Problem im Bereich Klärung dieser Hitze. Und wenn die Hitze dann bestehen bleibt, dann wird das Yin weiter ausgezehrt. Und das war ja bei Schlafstörungen nicht so positiv. Wie funktioniert der Schlaf? Wie stellen wir uns in der TCM den Schlaf vor? Ja, wir sagen, wie gesagt, unsere Abwehrenergie, die am Körper, an der Oberfläche ist und uns schützt, jetzt gerade auch bei Corona-Zeiten, wir nennen das Wei-Qi, unsere Abwehrkraft, die ist am Tag an der Oberfläche und schützt uns. Und das hat natürlich was mit Yang, mit Wärme zu tun. Und dieses Wei-Qi muss über Meridiane, wir nennen das Yin-Kyu-Mai, über den Yin-Kyu-Mai wird die Energie absorbiert und wird über Niere 1, das ist am Fußballer unten am Fuß, dringt unsere Abwehrenergie in den Körper hinein und da macht es in pro Nacht 52 Kreisläufe entlang des Kontrollzyklus. Wer das auch schon studiert hat, der weiß, es geht dann immer im übernächsten Element, wird das übertragen und zirkuliert. Wir sagen 52 Mal in der Nacht. Und dadurch wird das Wei-Qi auch regeneriert, gestärkt und ist die Energie im Inneren. Dann brauche ich eine Decke an der Oberfläche, weil diese Wärme ist nicht mehr da. Dafür ist unsere Decke in der Nacht gedacht. Ist man dann also hier dieses Wei-Qi in das Körperinnere eingedrungen, dann kann man gut schlafen und tief schlafen. Hat das Wei-Qi. Aber wir sagen, das Wei-Qi, das Zuhause ist im Blut, im Yin, im Körper, kann das sich ja einnisten. Ist nicht genügend Yin da, dann geht es vielleicht ja ins Körperinnere, aber dort hat es nicht genügend Absorption und kann dort nicht festgehalten werden und die Energie geht wieder an die Oberfläche. Ich bekomme Nachtschweiß, bewege meine Füße nach links, nach rechts. Und das ist eigentlich für uns diese Darstellung, dass ein Körper zu wenig Yin, zu wenig Substanz hat. Und das ist hier eine große Problematik bei Schlafstörungen. Also wir merken uns über die Fußsohle. Deswegen, wenn jemand, ja, ich merke, meine Kinder sind ein bisschen aufgedreht und lege die dann zum Schlafen hin und ich merke, die können nicht so richtig einschlafen. Dann die Füße massieren, Niere 1, ja, schön massieren, drücken und man kann dadurch die Energie runter an den Fuß bewegen und begünstigt das Wei-Qi. Dann über die Niere 1 Fuß, ja, also wenn ich schlafen kann, Fußmassage ist sehr wichtig, bisschen massieren, das wäre hier eine gute Idee. Dann haben wir geschlafen und am Morgen ist es so, dass über den Punkt Blase 1 hier, Blase 1, Sancha, wir haben den Punkt hier, ich habe ihn gestochen, habe es euch demonstriert. Wir haben Blase 2 aber hauptsächlich in der Klasse getroffen, gestochen, weil Blase 1 ist schon ein bisschen speziell hier im Augeninnenkantusbereich. Über Blase 1 strömt die morgens, ja, die Immunabwehrenergie über den Schädel, über entlang des Rückens, über den Punkt Gallenblase 1 hier seitlich entlang der Flanken nach außen und über Magen 1 hier am Gesicht, dann über die Frontseite, wie eine Ritterrüstung, die man anzieht, ja, Blase 1, ja, hier Gallenblase über die Flanken seitlich und vorne runter. Das ist unsere Abwehrrüstung für den Tag, auch
Das Coronavirus kann abgewehrt werden durch ein gutes Weiqi und da muss das stark sein, auch durch einen guten Schlaf und vor allem nicht zu viel kühlende Nahrungsmittel. Ja? Wir brauchen das Weiqi, das ist quasi Wärme, ja? Also es kommt aus der Wärmewurzel und es braucht auch ein bisschen Wärme. Und ja, das gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Zum Beispiel der Claude hat solche Luminous Shield heißen diese, das wäre fürs Immunabwehrsystem, fürs Weiqi, was wir gerade empfehlen, als Prophylaxe auch zum Beispiel für Corona-Situation. Ja, weil wir wissen, bei Corona, vielleicht ihr habt meinen Webinar gesehen zu Corona, das könnt ihr auch noch hier bei Crowdcast auch anschauen. Da waren sehr, sehr viele Zuschauer da an diesem Abend und war wohl sehr natürlich gefordert. Da können wir tatsächlich auch was tun. Das könnt ihr in diesem Webinar euch auch noch mal gerne anschauen. Ja, dann haben wir also morgens dieses Aufmachen der Augen. Und hier ist es so, dass wiederum der Yin Kyu Mai von den Füßen das Weiqi nach oben bewegt. Und der andere, das ist ein Wundergefäß, das sind nicht die normalen Meridiane, sondern die Wundergefäße. Der Yang Kyu Mai hilft, diese Verteilung, die ich gerade geschildert habe, hier dann über den Körperoberfläche zu unterstützen und zu begünstigen. Das ist also hier das Aufwachen. Und dann ist die Frage, wie kommt es also hier zu Schlafstörungen? Und ja, es ist also so, dass wir häufig sagen, dass es was mit Angst zu tun hat. Angst. Und Angst ist die Mutter der Qi-Stagnation. Wenn ich keine Angst habe, habe ich keine Qi-Stagnation. Dann lasse ich die Sachen gerne mal auf mich zukommen. Und ja, Qi-Stagnation erzeugt immer Hitze im Körper, Abfallhitze. Und das wird mit der Zeit einfach das Yin konsumieren. Deswegen Qi-Stagnation aufzulösen, entspannt zu sein, furchtlos zu sein, entspannt zu sein. Das ist hier gute Grundlagen, um keine Schlafstörung zu entwickeln. Ja, dann, wie gesagt, auch hier Ratio, immer zu denken, zu grübeln. Also wir sagen schon, es ist natürlich nötig, dass ich denke, was ich morgens anziehe, dass ich rechtzeitig zur Arbeit komme. Aber ehrlich gesagt, mal so zwischendurch muss schon auch die Ratio ausgeschalten werden. Und wie gesagt, nachts ist natürlich hier eine gute Möglichkeit. Und auch hier in der Meditation machen wir das eigentlich, dass wir diese Mattscheibe, wo wir diese Ratio, diese Gedanken projizieren, ich muss das machen, weil das muss das und das und das, ja. In der Meditation machen wir so tschick, 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 alles weg, ja. Und lassen einfach den Körper so ein bisschen im Vakuum da und lassen einfach zu, was kommt, was geht und halten nicht fest und versuchen nicht zu sehr zu beeinflussen, sondern folgen einfach dem, wie es eh wahrscheinlich im Drehbuch für uns schon vorgeschrieben ist. Und wir glauben nur, dass wir durch die Ratio was ändern können, aber die Programme sind, da glauben wir daran, schon zum Teil festgeschrieben und die Entscheidungsmöglichkeiten sind nicht unbedingt dann ganz da. Na klar, wer Drogen konsumiert, der kann sein Yin auch darüber auszehren. Natürlich, wer sich nicht gut ernährt, wer Kochsendungen nur anguckt, aber nichts damit tut und kocht, ja, der kann sein Yin nicht regenerieren. Das ist so. Bis 30 haben wir meistens noch gute eine Aussteuer von unseren Eltern mit dem Gepäck. Das heißt, wir können nächtelang auch mal nicht schlafen, wir können viel auch Blödsinn essen, das haben wir noch Reserven, aber die sind aufgebraucht, so spätestens mit 30 ungefähr. Und dann kommt es darauf an, was ich esse und nicht esse. Und deswegen, ja, gilt es da tatsächlich einen Ansatzpunkt zu finden von der Ernährung her, sich ein bisschen was Gutes zu tun. Klar, es gibt die Ausnahmen. Wir sind in der TCM keine Verfechter von hundertprozentigem sich peinigen und das nicht das Leben zulassen. Sondern wir sind eigentlich hier wirklich sehr entspannt. Aber wenn man so diese 80%-Regel, man hält sich dran, wie ich habe heute Morgen ein warmes Frühstück gehabt, ich habe einen Mittagstisch gehabt und habe heute Abend sogar hier in meiner
vor meiner Praxis ein kleines Restaurant, habe noch eine kleine Kleinigkeit hier gegessen, dass ich nicht zu müde werde, hier für das Webinar, und habe dadurch eigentlich heute dreimal warm gegessen. Warm gegessen, dreimal. Und das war heute sehr stressiger Tag. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Patienten gehabt. Und ja, aber wenn man sich so gut auffüllt, wieder gutes Benzin tankt, dann hat der Körper auch wieder Leistung und kann durchaus auch weiter wieder fit sein. Ja, das ist hier also sehr möglich, und deswegen, klar, Ernährung ist ein sehr guter, wichtiger Punkt. Und ich freue mich jetzt, am Freitag starten wir mit unserer Ernährungsberaterausbildung. Ein neues Konzept habe ich gemacht, und da freue ich mich drüber, und ich werde mich jetzt der Ernährung wieder auch selber mit da mehr widmen. Ich habe ja ein Kochbuch gemacht, viele Kochkurse, ja, jetzt durch die Institutsarbeit unterrichten, viele Patienten. Wir haben hier noch den Shop in Freiburg, habe ich ein bisschen, aber in der Therapie immer habe ich Ernährungsberatung dabei, das ist ganz klar. Aber jetzt kümmere ich mich selber wieder mehr drum und möchte eigentlich da Ernährungsberater aufbauen, die der Menschheit wieder ein bisschen hilft, auch hier ja, das Ganze zu begleiten, denn es ist so viel Wahnsinn da. Ich meine, ja, wenn ich jetzt dann die Vitamine esse und ich habe eine kalte Konstitution, tue ich überhaupt nichts Gutes. Ich gleiche meinen Körper nicht aus, im Gegenteil, ich verschlimmere das Problem. Und da möchte ich jetzt wirklich dafür einstehen und das wirklich die Fahnen hier hochhalten, gute Ernährungsberater auszubilden, die dann in der Praxis, und das werden wir auch unterstützen, wir werden nicht nur ausbilden, wir begleiten, wir helfen auch im Umsetzen und geben sogar feste Strukturen vor, also Rahmenbedingungen vor, wie eine Ernährungsberatung aussehen kann, und werden auch, wie gesagt, mit Materialien unterstützen, da sein, damit es auch gut funktioniert. Und das wäre wirklich nötig mit diesen ganzen verrückten Geschichten. Vegane Ernährung, ja gut, wenn jemand niemand töten will, ist es ethisch völlig in Ordnung, aber man muss aufpassen, dass man da sein Yang nicht zu sehr schädigt. Und ihr seht ja, wenn ihr Wikipedia eingibt, vegetarisch-vegane Ernährung, was ist das Problem? Blutschwäche, ja. Aber ehrlich gesagt, genug Substanz tanken die, aber die Substanz ist insofern zu kalt und kann nicht transformiert werden. Und dadurch, ja, gibt man die schönen Stoffe wieder ins Töpfchen, kommen aber im Körper nicht an. Und das sind nur eine kleine Problematik. Deswegen habe ich ja auch den Artikel geschrieben: Gesunde Ernährung macht krank. Das könnt ihr im Institut unter Artikel lesen. Das ist natürlich ein bisschen reißerisch, aber ich finde, das ist einfach so. Man denkt, wieder die Ratio, die denkt, das müsste ich essen, das müsste gut sein. Und ja, aber keiner macht die Analyse und guckt, was ist wirklich der Bedarf. Deswegen Ernährung, ein sehr wichtiger Punkt, und da kann man auch für Schlafstörungen sehr, sehr viel tun. Wir werden gleich noch später darauf zurückkommen. Ja, Definition von Stress und Schlaflosigkeit. Ja, das sind hier Angstzustände. Wir nennen Ungleichgewicht des Shaoyin. Shaoyin ist Herz und auch Nieren. Angst steckt hier eigentlich als Emotion in den Nieren drin. Und ja, dadurch ist die Quintessenz, wenn wir Angst haben, dass die Gallenblase kontrahiert, Anspannungssituation, und dann eben durch diese Kontraktion erzeugt Druck, Druck erzeugt Hitze, und diese Hitze zehrt wieder unser Yin aus, und das Weiqi kann nachts nicht gehalten werden, ihr erinnert euch, und geht wieder an die Oberfläche. Und ja, je nachdem, wie stark das die Yin-Schwäche ist, wache ich nur auf mehrmals, oder ich kann dann dementsprechend sogar richtig, ja, Hitzewallungen bekommen. Und da habe ich schon Patienten gehabt, die waren übrigens über Drogen so Yin ausgezehrt, und da hat die Frau sich zweimal nachts komplett umziehen müssen, weil die so geschwitzt hat, so geschwitzt. Wow, das war natürlich schon, wir nennen das leere Hitze. Leere, es ist kein Yin da. Und wie beim Auto auch, wenn keine Kühlflüssigkeit da ist,
das Ganze fängt an zu kochen und dann kommt es hier zu Schweißausbrüchen. Und der zweite Punkt, den wir hier haben, Kontraktion des Qi, Shaoyang Qi Stau, das ist Gallenblase. Die Gallenblase ist hier dann dafür verantwortlich, dass viele Leute durch diese Kontraktion, die können nicht loslassen, Kontraktion, das heißt, es ist Einschlafstörung. Also wir differenzieren zwischen Einschlaf, Durchschlaf und so weiter. Das werden wir in der Differentialdiagnose gleich anschauen. Das ist also die Situation und hier können wir energetisch häufig viel erklären. Das heißt, der Schlaf, das hat häufig was mit Yin-Schwäche, vor allem im Herzen zu tun. Und die Energien, die sind im Opposite geschalten. Das heißt, die Gallenblase, die bekommt häufig den Stress ab, erzeugt Kontraktion, entweder Yi-Plus-Situation, Kontraktion oder eben auch einfach Stress in der Arbeit. Die Gallenblase macht dicht, dann wie gesagt erzeugt Hitze und diese Hitze hat in dieser Organuhr, geht einfach auf die andere Seite und das sind immer, wir sagen, die zwei Organe sind immer in Opposite geschaltet. Also habe ich Stress, Fülle in der Gallenblase, dann wird das Herz in Yin-Leere sein und Yin-Leere haben wir gesagt, Nachtschweiß, Durchschlafstörung. Also hier sind stressige Phasen, wo jemand sagt, ja, ich habe viel Arbeit, ich habe viel zu tun, führen dann dazu, dass hier das Herz in Yin-Schwäche kommt, Schlafstörungen hier dabei sind. Es sind auch Möglichkeiten hier für Schlafstörungen, wo wir energetisch erklären können, es ist nicht nur ein Organ damit verbunden, sondern es ist eine OZ-Verbindung, Organzeitverbindung, wo Gallenblase und Herz, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber ich möchte euch nur vorstellen, dass wir so didaktisch in der TCM vorgehen, das heißt, wir schauen, welche Verbindungen gibt es, die muss man lernen und das werden wir auch im Ernährungskurs wir werden im Ernährungskurs die Organuhr, habt ihr ja schon auch kurz im Basisseminar gesehen und muss man die einfach lernen und es ist aber nicht so viel, ehrlich gesagt. Und dann muss man schauen, welche Verbindungen sind hier am Werke, ja, welche Verbindungen treffen hier zu. Das wäre hier die Organuhr, habe ich euch vor allem hier wegen dieser sehr typischen und häufigen Verbindung Gallenblase und Herz gezeigt. Spätfolgen von Stress. Oha, Stress, also ihr seht, Stress ist nicht gut. Bitte Stress vermeiden. Ja, wenn wir natürlich Qi-Stagnation haben, dann ist es so, dass unser Verdauungstrakt nicht gut funktioniert. Also Stress blockiert unser Verdauungstrakt und wir können nicht mehr so gut verstoffwechseln, resorbieren. Und wir sagen, es kommt zu rebellierendem Bewegung des Qi und das ist Übelkeit, Füllegefühl, Übelkeit mit vielleicht sogar Reflux. Das sind hier Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja, das ist übrigens Verdauungstee, was ich immer gern trinke. In Praxiszeit, ein kleines Schlücklein ist noch übrig von heute. Ist aber schon vierte oder fünfte Aufguss. Ja, und dann haben wir natürlich Nahrungsstagnation. Wenn wir Nahrungsstagnation haben, dann wird nicht nur kein Yin produziert, sondern der Verdauungstrakt erzeugt Schlacke und diese Schlacke kann auch den Schlaf stören. Ja, das ist eine weitere Möglichkeit und führt sogar diese Schlacke dann irgendwann, dass nicht nur die Energie nicht mehr fließt, sondern auch das Blut fließt nicht mehr und dann bekommen wir, wir nennen das Blutstau. Und über Sondergefäße, Verbindungen, wir nennen die nicht, es gibt die Hauptmeridiane, es gibt die Qingbi-Verbindung, es gibt die Lo-Gefäße und es gibt die Wundergefäße, wie ich gerade vorne gesagt habe, einführend die Yin-Qumai, Yang-Qumai, die das Wei-Qi an der Oberfläche verteilen und dafür sorgen, dass man einschlafen kann, weil das Yin-Qumai das Wei-Qi Richtung Niere 1 Fuß bewegt. Also das sind unsere Meridiane, Hauptmeridian, ja, den man kennt. Wie gesagt, hier war die Blasenmeridian. Wir haben davon Abzweigungen, wir nennen das Lo oder Qingbi. Und es sind zwei Meridiansysteme noch zusätzlich.
Und dann gibt es sogar noch die TMM-Meridiane und als nächstes die Wundergefäße. Und diese Abzweigung der Hauptmeridiane, die Qingpi und die Lo-Gefäße, die sind die Abfälle in Richtung Herz blockieren. Deswegen habe ich heute auch einen Patienten gehabt, der gesagt hat, wenn er zu spät isst, dann kann er nicht gut schlafen. Und da habe ich gesagt, ja, der Magen transformiert dann nicht gut. Am Abend ist die Verdauungskraft nicht mehr so stark. Und dann kommt es hier zu einer Verschlackungssituation, die auch den Schlaf stören kann. Ja, das habt ihr vielleicht auch schon mal bei einer Party bisschen spät gegessen, gemerkt. Da ist es dann hier ein bisschen schlechter im Schlaf. Dann gibt es sogar eine Steigerung davon. Wir nennen das Feng Tan. Das ist Wind und Schleim im Körper. Und ja, da möchte ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber das ist noch eine stärkere Form davon. Und wie gesagt, wenn jemand chronische Schlafstörungen hat, das ist hier die aggressive Ausdrucksform von Insomnia. Es ist immer eine Kombination, dass die Gallenblase, das heißt Kontraktion im Körper stattfindet und eben Schleimhitze im Verdauungstrakt entsteht durch die Kontraktion. Man kann nicht gut transformieren und zu guter Letzt dann Yin-Schwäche übrig bleibt und ja, mit sogar Schleim und Blutstau. Das ist dann etwas komplizierter aufzulösen. Da hilft Ernährung allein, ist schwierig. Ja, schwierig, da bräuchte man schon ein bisschen Akupunktur und Rezeptur dazu. Das wäre tatsächlich von Vorteil. Dann geht es einfach schneller. Ja, wenn man die Kombination bringt und alle verfolgen das gleiche System, man will Yin aufbauen, man will Qi-Stagnation zerstreuen, dann kann ich hier tatsächlich mit allen drei Strategien besser zusammen zurechtkommen. Jetzt kommen wir, nachdem wir so ein bisschen uns überlegt haben, wie hängt das mit dem Aufwachen, mit dem Schlafen, mit Schlafproblematik zusammen. Jetzt wollen wir tatsächlich mal in die Problematik Schlafstörung hier ein losstarten. Und wir haben hier, ihr seht, ja, das ist das Schäfchenzählen und es dreht sich im Kreis. Man kann nicht einschlafen, das ist natürlich schrecklich. Da muss man was tun und dafür haben wir tolle Möglichkeiten. Und wenn wir Differentialdiagnose schauen, dann differenzieren wir hier Einschlafstörung. Das sind einfach Füllezustand und zum Beispiel Feuer. Das heißt einfach zu viel Stress gewesen. Es erzeugt Hitze und es ist einfach ja sehr stark eine Wärmethematik, die mich nicht schlafen lässt. Ja, wir wissen das, wenn man natürlich auch nicht nur innere Hitze entwickelt, sondern auch einfach in Spanien im Urlaub ist bei 40 Grad oder jetzt bei den Temperaturen hier schlaf zu früh, versucht zu schlafen. Ist einfach zu heiß und da kann man nicht einschlafen. Aber wir haben hier auch vor allem Einschlafstörungen durch Yin, beziehungsweise noch ein Punkt nochmal zurück. Das Feuer kommt eben häufig durch die Qi-Stagnation. Zu viel Stress, ja. Das erzeugt Druck, erzeugt Hitze. Das heißt, ich kann nicht loslassen, ja. Die Hitze führt dazu, dass ich nicht loslassen kann, nicht entspannen kann. Weil Hitze ist Yang und Entspannung ist Yin. Bin ich also zu heiß, dann kann ich nicht schlafen. Ist keine Entspannung möglich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass hier Yin-Leere da ist. Und diese dann die Hitze erzeugt mit leerer Hitze und dass das Einschlafen hindert, das Durchschlafen hindert, das ist hier dann eben ja ein chronisches Problem. Und vor allem hier einschlafen, nicht weiterschlafen können, das ist häufig, wo wir sagen, da ist eine Schwäche im Verdauungstrakt. Das ist hier die Milz, ist unser Verdauungstrakt. Und das Herz kriegt kein Blut, ja. Und das Herzblut hält eben den Schlaf aufrecht. Dann, wenn genügend Herzblut da ist, haben wir ja gesagt, kann das Weiqi festgehalten werden und ich kann durchschlafen. Vor allem müsst ihr euch vorstellen, das Herz ist auch zuständig für die Sinnesorgane. Das heißt auch sehen, tasten, hören, riechen, schmecken. Und wenn das Herz
dadurch, dass es Yin-Schwäche hat, ja, es ist irgendwie ein Gleichgewicht, das Yin geht runter, dadurch geht das Yang automatisch hoch. Yang heißt, das Herz, was wie gesagt die Sinneswahrnehmung kontrolliert, ist zu aktiv. Das heißt, ich höre zu genau, ich rieche zu viel nachts und das lässt mich dann aufwecken und ich bin einfach dann wieder wach und präsent. Deswegen muss vor allem das Herzblut hier wieder aufgefüllt werden und meine Sinnesorgane gehen zurück und ich kann selbst bei Tag schlafen, ja, und werde nicht durch die Helligkeit auch dann schnell wach. Das ist vor allem, dass Leute berichten, ich wache 3, 4, 5, 6 Mal auf, ich habe keinen Nachtschweiß, aber eben lieg wach, ich denke und grüble dann immer ständig. Das ist häufig dieses Bild in der TCM. Und das werden wir gleich uns auch anschauen. Oberflächlicher Schlaf, das ist hier leere Hitze und da kam auch häufig, wie gesagt, Nachtschweiß dann mit dazu. Und ja, dann gibt es eben die Möglichkeit von leeren Fühlen, dass man die ganze Nacht nicht durchschlaft. Wir gehen mal hier in die einzelnen Formen hinein. Könnt ihr alle folgen, zu schnell, zu langsam? Es ist so, ich sehe euch nicht. Das heißt, wie jetzt gerade, letzte Woche hatten wir wieder eine klasse Grundausbildung hier mit Sanja auch hier. Der Mario ist auch hier, okay. Also hier die Grundausbildung ist vertreten. Da sehe ich einfach, wenn die Leute Schüler müde sind oder ja, ich merke, die sind zu verkrampft. Ich muss mal wieder ein Späßchen machen, einen kleinen Witz erzählen. Und manchmal auch eine kleine Vorstellung meiner Verzweiflung mit meiner Familiensituation, 3 Kinder. Und es ist wirklich toll, dass es so ist, aber eben manchmal auch so ein bisschen zum Verzweifeln. Dann erzähle ich daraus mal wieder einen kleinen Schwank. Und ja, ich sehe euch aber nicht, aber hier immerhin, die Julia schreit super. Und die Carmen auch. Okay, ihr seid noch wach, ihr seid nicht von meinem Erzählen hier eingeschlafen. Das ist sehr gut. Ist ja schon ein bisschen später, und aber noch genügend warm, ihr könnt nicht schlafen. Also diese Form, die ich euch gerade erzählt habe, Mills Qi Mangel, das ist hier Schwäche des Verdauungstraktes. Und da könnt ihr einfach sagen, das ist entweder die Nahrung falsch, die das Mills Qi geschädigt hat, oder ihr seid einfach im Verdauungstrakt nicht gut beieinander, dann wird kein Blut, da wird das Blut sozusagen nicht aufgebaut und dann könnt ihr hier nicht gut durchschlafen, wacht häufig auf, typischerweise eben dann auch in der Blutspiegelung, das ist nachts um 3 Uhr, liegt man dann immer wach, das ist hier Leber, Leber gleich Blut, aber eben Herz auch gleich Blut, Blutschwäche. Was sind hier die Symptome von dieser Situation? Das heißt, Durchschlafstörung ist hier vor allem prägnant, immer wieder aufzuwachen. Aber das Herzblut ist auch unser Speicherchip. Das heißt hier Vergesslichkeit, Konzentrationsschwächen, das ist auch die Mills-Qi-Schwäche, Müdigkeit vor allem nach dem Essen, das ist ein Verdauungsproblem. Wo wir sagen, Kardinalsymptom, wenn man immer sich so müde nach dem Essen fühlt, dann ist es ein Zeichen, dass man entweder das Falsche gegessen hat oder eben der Verdauungstrakt müde ist. So, dann haben wir Resorptionsstörungen, Appetitlosigkeit, gelblich glänzende Gesichtsfarbe. Dann ist alles Zeichen von Resorptionsstörungen im Körper. Ja? Das ist wirklich so ein leicht gelblicher Schimmer. Es ist nicht so mattgelb, ja. Mattgelb, das ist, man guckt hier, sieht das so auf dem Bäckchen, mattgelb, da sagen wir Mills Qi Schwäche. Man kann noch mit Puls- und Zungendiagnostik hier weiter das betrachten. Und hier muss man dann natürlich darauf Acht geben, vor allem die Kombination hier von süß-sauer-kalt. Süß-sauer-kalt, das darf man nicht zu sehr betonen. Ihr habt ja alle die Listen, die sind möglich zu bekommen. In meinem Kochbuch findet ihr die Liste, Nahrungsmittellisten, auch im Internet. Das ist vor allem, wir dürfen hier nicht abkühlen, den Verdauungstrakt nicht schädigen. Und Kohlenhydrate haben die Verbindung süß. Süß nährt, das ist theoretisch gut, aber auch kalt und sauer. Und kalt und sauer blockiert die Resorption. Und dadurch kann das süße Geschmack, der nährt, nicht gut
verstoffwechselt werden. Ihr seht diese Kombination auch bei Milchprodukten, süß-sauer und kalt. Und das ist jetzt hier gerade, wenn wir Kohlenhydrate Brot sehen, eigentlich gar nicht so schwer. Ich gehe ins Restaurant, esse da, bevor mein Essen kommt, 2, 3 Scheiben Brot, fühle mich so richtig aufgebläht. Dann merke ich, wie süß-sauer kalt die Transformation blockiert und erstickt. Ja, erstickt. Und das ist überhaupt nicht gut. Und das sind unsere zwei Unverträglichkeiten, die wir haben. Gluten, Laktoseunverträglichkeit sind Nummer 1. Und da sagen wir, Unverträglichkeiten sind nur Verdauungsschwäche. Das ist eine Schwäche des Verdauungstraktes. Und hier muss man also mehr Verdauungskraft wieder aufbauen, die kühlen, vor allem kühl und auch sauer Geschmack rausschmeißen. Kohlenhydrate, Milchprodukte reduzieren. Und wir haben Möglichkeiten von Rindfleischsuppe, ist hier das Nummer 1, die Kraftbrühe für die Smils-Chi. Wir haben Getreide, wir rösten das Getreide an. Ja, alles Getreide außer hier Weizen und Dinkel, die sind eben sauer, süß, kalt, die müssen raus. Pürsel ist süß, es ist nicht kalt und es ist bitter. Und das würde hier für diese bitter, wir sagen trocknet, das würde hier begünstigen, ein bisschen leichteren Verdauungstrakt zu haben. Hirse, Getreide haben viel Nährstoffe, um das Yin auch aufzufüllen. Wenn sie ein bisschen angeröstet sind, dann sehr gut verdaulich sind. Ja, und im Backofen zum Beispiel gebacken, im Backofen gebacken, das ist super. Das ist leicht verstoffwechselbar, es ist wärmend, die Nährstoffe. Natürlich Kraftsuppen, wenn man sowas mag. Dann kann man hier sich so ernähren. Und ihr seht hier eine Zunge. Da ist vor allem zu sehen, die Zunge ist kurz. Die Zunge ist eben hier ein bisschen aufgeschwollen in die Breite. Ihr seht Zahnabdrücke und vor allem einen starken Belag. Das kommt hier eben, wir sagen, der Verdauungstrakt kann nicht die Nahrung gut verstoffwechseln. Es fängt an zu rußen, ja, zu rußen, wie wenn zu feuchtes Holz im Feuer ist. Und dann gibt es diesen Zungenbelag. Das ist also hier nicht so gut. Das war jetzt eine Form, Qi-Schwäche. Wir haben eine andere Form von Schlafstörung durch Substanzmangel. Wir haben die Gründe gesehen, zu viel Denken, zu viel Stress, nicht gut essen, das alles, nicht genügend Urlaub. Das alles führt dazu, dass es hier zu Herz-Yin-Mangel und leere Hitze kommt. Yin-Schwäche, wie gesagt, Beispiel, dass die Kühlflüssigkeit ist zu wenig. Wir sind organisch, wir haben Gedanken, wir haben ein bisschen auch immer Stress. Das heißt, hier erzeugen wir durch diese Situation Hitze und das ergibt dann hier die Schlafstörung. Die leere Hitze ist dann dieses Aufsteigen, wenn nicht genügend Kühlflüssigkeit da ist. Das ist leere Hitze, ist zum Beispiel auch in der Menopause, wenn ich hier nicht mehr genügend Yin habe, die Hormone haben aufgehört, dann habe ich hier Hitzewallungen. Ja? Das wäre hier so ein ähnliches Bild. Und dann fühlt man sich ein bisschen platt, die Energie ist einfach nicht mehr da. Das merke ich natürlich auch tagsüber, da fehlt es mir ein bisschen an Substanz. Da ist vor allem Ein- und Durchschlafstörungen möglich, im Wechsel oder beides dann zusammen. Und wir haben natürlich hier einen oberflächlichen Schlaf und vor allem viele Träume. Viele Träume ist, wir haben, wie gesagt, unsere Speicher von den Eindrücken, die wir tagtäglich bekommen. Das wird alles abgespeichert in einem Ort, in einem Ordner. Dieser Ordner nennen wir Hun. Hun ist fest verankert im Blut auch tatsächlich, ja, im Blut. Ist das Blut nicht hier in Fülle, dann wird in unser Unterbewusstsein, was alles hier in dieses Hun gespeichert ist, das wird dann, wenn die Flüssigkeit eindickt und weniger wird, dann kommen die Leichen, die man quasi im Keller hat, in diesem Hun gespeichert hat, das kommt dann einfach hoch. Das gibt auch Tagesträume, das sind Sachen, man steht an der Ampel, buff, kommt das hoch, das hoch. Das ist übrigens dann so eine, wenn es schwerer sich entwickelt, kann sowas auch, wie gesagt, sogar Neurosen, Psychosen auslösen und begünstigen. Das heißt, hat man wieder genug Yin, dann wird es vom Schlaf her nicht so extrem. Ja, dann ist es ein bisschen weniger.
Ja, Vergesslichkeit, es ist kein Yinda, das ist der Speicherchip, Unruhe, die Extremitäten werden dann dementsprechend heiß und ja, das gibt dann eben auch Tinnitus zum Beispiel und Rückenschmerzen. Es hat hier auch was mit den Nierenauszehrungen zu tun und auch hier Angstzustände. Das kann hier alles vorhanden sein. So, dann haben wir diese Symptome, dass ihr das ein bisschen greifen könnt. Und hier muss man dann aufpassen, vor allem nahrungstechnisch, zu scharfe Nahrungsmittel, zu viel Pfeffer, zu viel Ingwer, zu viel Lammfleisch, Alkohol, das ist alles scharf. Und scharf trocknet die Substanz dementsprechend weiter aus. Wir haben hier Sternanis, Fenchel, Kardamom, Lindenblütentee, das ist alles, wie gesagt, hier von den scharf heißen Nahrungsmitteln. Wir haben hier süß kühlende Nahrungsmittel wären besser. Das wäre hier tatsächlich jetzt ist der Weizen gut, ja, weil der Weizen gibt süß, er kühlt die leere Hitze und das Saure hält auch die leere Hitze hier zusammen. Das heißt, einen schönen Weizensalat am Abend als Salat angemacht mit ein bisschen Ei drin, weil Ei ist sehr gut für das Herz-Yin. Vor allem das Eigelb in der Mitte. Und so könnte man einen schönen Salat am Abend machen. Und das würde den Schlaf abkühlend wirken und nährend wirken. Das braucht man hier. Ja, hier kann man dann auch tatsächlich auch mal einen Schluck Milch am Abend mit bisschen Honig gebrauchen. Hier müssen wir die Säfte regenerieren und es darf ruhig Yin regenerierend sein und kühlend sein. Ja, die leere Hitze braucht das. Und das wären hier Möglichkeiten, und vor allem hier auch Schweinefleisch ist hier für die Yin-Essenz, weil es eben das kälteste Fleisch ist. Lammfleisch ist das am meisten hitzeproduzierende Fleisch und Schweinefleisch das am kältesten ist. Und so kann man dementsprechend das Yin wieder regenerieren, abkühlen und dadurch den Schlaf auch tatsächlich fördern. Ihr seht, wenn ihr diese Form habt, vor allem eine rote Zunge. Die rote Zunge steht hier für Hitze. Wir sehen vor allem aber auch Risse in der Zunge und diese Risse sind für die Yin-Schwäche. Und wie gesagt, das ist so ein Bild, wo wir sagen, es ist zu heiß, es ist zu wenig Yin da und ja, das wäre hier so zu sehen. Ihr seht, TCM ist nachvollziehbar, da muss man nicht vom Blitz getroffen sein. Es ist einfach, man kann beobachten. Ich sage immer, die Chinesen hatten früher kein Fernsehen. Dann haben sie sich hier mit solchen Sachen, Diagnostik und so weiter beschäftigt. Und da kann man so viel rausfinden und so viel über Menschen wissen, verstehen, nachvollziehen. Das ist wirklich, ja, sehr einfach, wenn man es ein bisschen studiert. Das ist wirklich nicht so ein großes Thema. Das wären also die leere Form. Wir haben gesehen, Qi-Schwäche, kein Blut oder kein Yin, keine Kühlflüssigkeit, leere Hitze, Aufwachen und auch Einschlafstörung. Es gibt aber auch Fülleformen. Das ist hier vor allem Schlafstörung durch Anspannung und Stress. Ja, ich merke, ich habe ein paar mehr Termine. Der Stress, Qi-Stau führt eben hier zu Feuerzustände. Und ja, da kann ich dann einfach diese Organuhr eben mir wieder ins Gedächtnis rufen, die ich euch gezeigt habe. Die Galle ist voll, das Herz hat kein Yin, kein Blut. Und das ist aufgrund von Qi-Stagnation hier. Das heißt, bitte, bleibt entspannt. Und sich aufzuregen ist wirklich nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Also hier, ihr seht, das macht einen nur sauer, ja, und ihr wisst, sauer, das zieht zusammen, dann bin ich kontrahiert, wenn ich sauer bin, ja, und wenn ich Ja sage und aufmache, das ist mehr Qi-Zerstreuung und Nein sagen ist mehr so Kontraktion. Also sagt mir Ja zum Leben, zu euch, zu allem und das ist wirklich für die Gesundheit sehr förderlich. Und seid nicht so eine saure Tomate hier, ja, das ist wirklich nicht so lustig. Obwohl, wenn ich das Bild nur beachte, eigentlich ist es sehr lustig. Wir haben hier
Ja, Stress natürlich. Ja, und wer macht den Stress? Ja, ich habe in der Klasse gefragt letztens, warum kommt es zu Qi-Stagnation? Ja, warum ist man angespannt? Warum hat man Zeitdruck und Stress? Alle haben überlegt, warum, warum, warum? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir sagen, ich. Das Problem ist ich, weil ich will alles das schaffen. Und ich bin unzufrieden, wenn ich nicht bei 120% angekommen bin und kann mich nicht über 100% freuen. Deswegen, wenn man einfach tut, ohne ich will, sondern man tut, dann kann man sehr viel tun und das ist sehr ökonomisch von den Energien her, weil es keine Qi-Stagnation, keine Hitze und dadurch noch mehr. Das zehrt vor allem aus. Dann wird die Stresssituation auszehrend. Wenn man sich nicht stressen lässt und einfach seine Tätigkeit macht, dann kann man viel, viel, viel tun, ohne dass man Yin ausgezehrt wird. Ich meine, klar, wenn man zu viel tut und nachts nicht schläft, dann schon irgendwann natürlich, aber das gibt hier einen großen Unterschied und ist sehr viel ökonomischer hier. Das heißt, sich nicht so viel zuvorzunehmen, einfach mit dem zufrieden sein, ich habe heute mein Bestes gegeben und das war okay, das war gut, ja, das war völlig zufriedenstellend, mehr muss es wirklich nicht sein und nächsten Tag gebe ich wieder alles, was in meiner Macht steht und damit ist man dann auch tatsächlich hier zufrieden. So, dann haben wir Jürgen und Stefan, ja, liebe Grüße ins Rheinland zurück. Kommen immer noch mehr. Wie gesagt, die Temperaturen lassen uns hier auch zu langsam erst wieder zurückkommen. Ja, das sind hier Aufwachen. Wir haben Albträume, bitterer Mundgeschmack. Das ist ein Zeichen von Hitze, Qi-Stagnation, Hitze. Viele sagen, ich habe bitteren Mundgeschmack, auch Mundgeruch übrigens, Mundgeruch. Das ist hier tatsächlich so. Ja, ein Zustand. Natürlich hat man Durst aufgrund der Hitze, kann wirklich viel und auch Kühles trinken, ganz einfach. Das ist so ein Zeichen hier von zu viel Hitze. Wenn eh schon Qi-Stagnation da ist, wie gesagt, diese Hitze ist in der Galle, dann bitte nicht Knoblauch, Zwiebellauch. Das gibt noch mehr Hitze, Feuer in diesem Gallenblase und noch mehr Yang, noch mehr Hitze. Und natürlich Alkohol, zu scharfe Gewürze haben wir schon auch gehabt oder auch dann zu viel Fleisch, ja, das wäre einfach zu heiß. Dann bräuchten wir hier tatsächlich die Smoothie-Kur, die Grünkur. Da braucht man die Chlorophyll-Kur. Da müssen wir einfach abkühlen und es darf einfach auch nicht so leicht und fettig sein. Es muss entspannend und kühlend sein. Da kann man natürlich auch sich am Abend einen schönen Rosenblütentee, Chrysanthemenblütentee, das entspannt. Und ja, ein bisschen spazieren gehen, das wäre genauso eine gute Möglichkeit. Aber diese Qi-Stagnation auflösen, schöne Musik hören, das wäre hier sehr wichtig. Ihr seht die Zungendiagnostik, vor allem lang ist hier die Zunge und die Zungenspitze rot. Und man sieht hier den Zungenbelag und auch den Riss. Das deutet alles hier auf diese Gallenblasen, Konstitution mit Stress und auch Qi-Stagnation hin. Dann, wie gesagt, durch die Kontraktion gibt es auch eine weitere Möglichkeit. Das nennen wir Gallenblasen, Magen, Schleim, Hitze. Wenn Qi-Stagnation da ist, es wird nichts mehr transformiert. Es ist wie ein Heuhaufen, der anfängt zu gären. Und das ist dann, wir nennen das Gallenblasen, Magen, Schleim, Hitze. Und diese Schleimhitze, die geht dann auch tatsächlich im Magen in die Peripherie. Und das ist auch, wenn man zu viel Alkohol zum Beispiel trinkt. Und dann, wenn zu viel, also die Wärme im Körper, das heißt von Händen und die Wärme von Füßen, die wird hier auch von Magen in Magen-Dickdarm, wir nennen das Yang-Ming, Magen und Dickdarm. Von Magen und Dickdarm wird es hier an die Peripherie gebracht. Und da kann dann die feuchte Hitze dazu führen, dass ihr nachts hin und her wälzt, Decke weg, ja, es ist zu warm. Und das Yang in den Extremitäten nachts, da bist du sehr unruhig, sehr, sehr unruhig und bewegst dich immer hin und bewegst dich wieder her.
Das heißt, wälzt sich nachts hin und her. Das ist also ungemütlich, wenn man neben so einem Partner versucht zu schlafen. Das sind also Schlafstörungen aufgrund des Partners mit feuchte Hitze. Und ja, hier gibt es dann auch feuchte Hitze, Hitze, auch den bitteren Mundgeschmack zum Beispiel. Und ja, klar, wenn ich Rotwein trinke am Abend, dann kann ich mit so einem Zustand nachts auf jeden Fall nicht mehr schlafen. Und das kann auch hier leicht zu manischen Zuständen sogar führen oder einfach nur leichte Neurosen und Verwirrtheitszustände. Das wäre hier eine Begleitung. Auch hier klar, nichts Heißes, das heißt gebraten, Knoblauch, Zwiebel, Lauch und ja, auch so süß-alkoholische Getränke, das erzeugt sehr schnell feuchte Hitze oder auch Cocktails zum Beispiel. Zu scharfes, das wäre hier überhaupt nicht gut. Und ja, wir brauchen hier auch wiederum Tofu, das ist für feuchte Hitze. Feuchte Hitze ist aber auch Reis, leitet die feuchte Hitze auch aus. Und gerne auch Salat, wir müssen ein bisschen abkühlen. Und ihr seht die Zungendiagnostik, das ist hier richtig. Gelblicher Zungenbelag, das ist wirklich diese feuchte Hitze vom Magen und von der Gallenblase. Das erzeugt Zungenbelag. Ihr seht das dann schön belegt und ihr seht knallerot die Spitze, das ist das Herz. Ihr könnt übrigens auch Zungendiagnostik bei uns im Shop kostenlos. Zunge 1 ist kostenlos. Da habe ich eine Einführung gemacht für Zungendiagnostik. Das könnt ihr sehr gern bei uns im Shop, Avicenna Shop, kostenlos euch anschauen. Es gibt sogar Zunge 2, da können das kostet ein klein bisschen was und auch das gibt es bei uns im Shop zum da Download, ja, zum Anschauen. Zungendiagnostik ist wirklich nicht kompliziert und ja, das kann man hier sehen, die rote Zungenspitze und sogar ein bisschen so gestaut, das ist hier die Hitze im Herzen. Und damit lässt es sich nicht gut schlafen. Und die Übertragung war über die Lungen, diese Qing-Bi-Gefäße, überträgt der Magen diese feuchte Hitze dann dementsprechend auch ans Herz. Und die haben hier eine Verknüpfung, auch eine energetische Verknüpfung. Die kann man über mehrere Möglichkeiten erklären. Es gibt mehrere Verknüpfungen, nicht nur eine Möglichkeit. Aber das würde hier zu weit führen in unserem Einführungskurs hier für Schlafstörung. Ja, das ist hier, wie gesagt, natürlich das eine, der wälzt sich hin und her. Und die andere ist natürlich hier mit dem Schnarchen. Und auch hier Schnarchen erzeugt nicht nur Schlafstörung, sondern wie ihr sehen kann, auch Qi-Stagnation. Hier nicht aufregen, einfach ins Gästezimmer gehen. Oder getrennte Schlafzimmer, wenn das so immer so ist. Ja. Ansonsten gibt es manchmal bei Erkältung, dass man ein bisschen schnarcht. Das ist einfach normal. Oder man hat Party gefeiert. Feuchte Hitze, Schnarchen. Feuchte Hitze, Magen, Magen-Lohgefäße. Feuchte Hitze, das ist Schnarchen. Und sogar noch schlimmer habe ich heute auch einen Patient, der dann nachts so Schlafapnoe hat und sogar so ein Gerät braucht zum Beatmen. Das ist wirklich furchtbar. Und das ist Magenschleimhitze in den Lohgefäßen, Magenloh. Und das kann man auch mit Akupunktur und Kräutern versuchen zu optimieren. Ja, das war schon. Wenn jetzt jemand hier Schlafstörung hat und sucht Hilfe, dann gibt es hier die Möglichkeit. Natürlich bin ich, wie ich heute erwähnt habe, in meiner Praxis hier tätig. Und da kann man sogar mittlerweile nicht nur Vor-Ort-Termine bieten. Corona macht es möglich, auch hier Online-Termine. Hatte ich heute eine Frau aus Südtirol, die quasi hier ihre Probleme mir geschildert hat. Ich mache eine Rezepturempfehlung, die bestellen das selber. Und dann kann man über Rezeptur und hier immer wieder einen Online-Termin von Monat zu Monat machen, auch Menschen aus der Ferne betreuen. Da fehlt natürlich die Akupunktur, aber Ernährung und Kräuterrezeptur kann schon sehr gut helfen. Und da gibt es hier eben auch Online-Termine, wenn sowas interessiert. Einfach mikemorell.de, das ist meine Praxisseite. Da kann man sowas sehen. Und wie gesagt, ich lade euch recht herzlich ein in die Folge. Das wäre hier am Juli, 8. Juli, das ist schon sehr bald.
Da mache ich eine Weiterführung, eine Fortführung. Und da könnt ihr, wie gesagt, werde ich mehr auf Rezepturen, westliche Kräuter, Präparate von Glot, Presslinge von Glot eingehen, die genau für diese, wo ich euch die Ernährung jetzt vorgestellt habe, nochmal dann Präparate von Glot, westliche Kräuter und eben auch hier Akupressur, Akupunkturpunkte vorstellen werde und eben auch chinesische Kräuterrezepturen, die dann dafür gültig sind. Also ich lade euch ein, wenn ihr heute Abend Spaß gehabt habt und ihr ein bisschen was mitgenommen habt, dann hoffe ich, dass ich euch wiedersehe am 8. Juli. Und das wäre hier natürlich auch gerne auf Avicenna Freiburg. Könnt ihr unsere Seminare sehen. Da geht es jetzt, wie gesagt, hier am Freitag, Samstag, Sonntag in die Ernährungsberatungsausbildung. Starten wir rein, neu, sehr gut gebucht, ausgebucht, voll, über 40 Leute. Ich freue mich, toll, da geht es richtig los. Und ich bin vorbereitet, Skript ist schon losgeschickt. Und wir müssen erstmal Grundlagen machen. Wenn ihr noch Fragen habt, habt ihr noch Fragen? Also jetzt wäre mein Vortrag fertig. Ich war recht gut von der Zeit. Eine Stunde haben wir jetzt gehabt. Und habt ihr noch? Julia, liebe Grüße. Mensch, wir haben uns ja ganz kurz in Facebook kurz geschrieben. Schön, das war schon lange her, aber ich habe immer auch Nachrichten von dir. Spitze Zunge ist hier, wie gesagt, eine Yang-Konstitution. Das heißt, zu viel Hitze. Wir haben runde Zungen, ist immer eher eine Yin-Konstitution. Das heißt, da ist häufig Kälte, Yin gleich Kälte-Konstitution. Da ist es nicht, die Kraft nicht da, was zu transformieren. Und das Yin lagert sich ab, dann wird die Zunge breit und ist eher rund. Und die spitze Zunge, das ist eher hier tatsächlich, wenn wir eine Yang-Konstitution haben. Fleischesser, die sind eher zu heiß von der Situation her. Carmen fragt, ihr bekommt das Video, wenn ihr angemeldet seid, könnt ihr das Video im Replay so oft angucken, wie ihr wollt. Und das Skript, hatte ich einführend gesagt, wird euch morgen für alle die angemeldet sind, die 79 Personen hier, die bekommen alle das Skript zugeschickt und dann habt ihr genau dieses Skript, was ich hier habe. Das müssen wir manuell machen und das macht die Janine morgen und schickt es euch zu. Vielleicht wird es auch Freitag, aber bis morgen, glaube ich. Aber wir schicken es euch zu, ja? Also spätestens am Freitag. Wegen Corona sind wir noch nicht ganz hier immer jeden Tag voll, ist das Büro belegt, ist noch ein bisschen Homeoffice und jetzt weiß ich nicht, ob es im Homeoffice euch zuschicken kann. Vielleicht wird es Freitag. Also ihr bekommt Skript, alles da und wie gesagt, gerne am 8. machen wir Teil 2, Schlafstörungen mit mehr Möglichkeiten, Presslinge und Möglichkeiten in der Therapie. Das war jetzt mal Einführung. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir auch gerne, ihr seht hier meinen Kontakt. Das Allerbeste ist immer eine E-Mail, weil dann kann ich, wenn ich viel zu tun habe, immer mal wieder reinschauen und ja, das wäre optimal. Ansonsten sage ich liebe Grüße aus Freiburg und ich freue mich, den einen oder anderen dann hier auch wieder zu sehen. Hier sehe ich noch von T eine Frage, dass jemand 12 Stunden schläft. War die Frage, dass jemand 12 Stunden schläft oder 15 Stunden? Ja, das ist dann, wenn jemand, also ich verstehe nicht, ob es jetzt der Schlaf ist oder was braucht er, ist Schlaf braucht, dann würde ich sagen, ist es zu sehr einfach eine Yang-Schwäche. Ja? Also das ist eine Person, die hat zu viel Yin, zu wenig Yang, deswegen zu wenig aktiv. Und wenn ihr Lust habt, ladet noch ein paar Leute ein. Wie gesagt, die können auch dieses Webinar wird es kostenlos zum nochmal im Replay auch anzugucken. Es wird bei uns auf der Seite Avicenna Institut Magazin werdet ihr die Möglichkeit haben. Das heißt, leitet es weiter, wenn es jemand angucken möchte.
Das wäre so, wie es gedacht ist. Und ansonsten sehe ich euch am 8. Anmelden kann man sich schon jetzt. Dann schönen Abend und einen gesunden und guten Schlaf. Danke, bis bald. Ciao.